Podcast Folge 38, dieses Mal mit der lieben Jutta Eckstein. Und ich freue mich riesig, weil sie hat damals auch das Vorwort zu meinem Buch geschrieben. Und lass uns mal reinlauschen, was die Jutta zum Thema Agilität, passionierte Teams und sonstige Themen zu sagen hat. Viel Spaß dabei! So, herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Passionate Teams Podcast. Heute wieder mal mit einer Interviewfolge und ich habe einen ganz tollen Gast bei mir heute, die Jutta Eckstein. Und liebe Jutta, stellst du dich einfach mal ganz kurz selbst vor. Ja, hallo Marc, freut mich wirklich sehr, dass du mich eingeladen hast zu diesem Podcast heute. Ja, also Jutta Eckstein ist mein Name. Ich bin in der agilen Szene ein Dinosaurier. Ach ja. Habe ich mir gerade so überlegt, ja, weil ich glaube, ich habe mein erstes XP-Projekt irgendwie 97 gemacht und dann, also damals auch noch in der Entwicklung programmiert und dann mich entsprechend irgendwie weiterentwickeln, erstmal Richtung Agilität im Großen. Das habe ich dann auch 2004 das erste Buch dazu geschrieben, sprich zur Skalierung von Agilität. Dann, da die meisten großen Projekte dann über die Zeit immer verteilt wurden, war das dann so mein nächstes Thema und gleichzeitig auch mein nächstes Buch. Übrigens, genau, ich merke gerade schon wieder, wie ich rede. Meine Bücher, die markieren irgendwie immer so ein bisschen meine Entwicklung einfach. Also so mein, weiß ich nicht, beruflichen Lebensweg oder so. Naja, und dann mit großen Teams und verteilten Teams, da kommt man dann relativ schnell dahin, dass man sich gar nicht mehr nur auf die Teams konzentrieren kann, sondern dass das Unternehmen selber eben auch irgendwie da eine Umgebung für schafft oder, ja, oder auch nicht schafft. Also je nachdem, entweder im Weg ist oder es fördert. Und demnach waren dann meine nächsten Bücher eher so in eine andere Richtung, die eher das Unternehmerische mehr mit angeguckt haben. Zum einen das Buch zu Retrospektiven, vielmehr auf Englisch Retrospectives for Organizational Change. Und zum anderen mit Johanna Rothman zusammen das Buch über Cost of Delay. Und jetzt ganz neu, also kam letztes Jahr raus, eben von wegen, was braucht es denn eigentlich, um als Unternehmen tatsächlich gesamt agil zu sein? Und das heißt Company-Wide Agility with Beyond Budgeting, Open Space and Sociocracy. Alle Buzzwords zusammengepackt oder so ähnlich, und aber auch mit einem schönen Akronym, nicht Bossa Nova. Also eigentlich wollte ich sagen, ich bin schon ganz lange unterwegs, vor allem in der agilen Szene, und habe eben selber so einen Weg beschritten über Projektproduktentwicklung hin zu mehr Beratung auf im Unternehmenskontext. Okay. Ja, es ist eine ganz schön lange Liste und ganz viele tolle Bücher, die da auch mit dabei aufgeführt worden sind. Und wir haben es gerade schon besprochen, dein aktuelles Buch, ne, zum Thema Bossa Nova, hat nichts mit Tanzen zu tun, ist ein tolles Buch. Da würden wir auch gerne ein, zwei Bücher verlosen in diesem Podcast. Wie wir das Ganze machen, hört man dann später nochmal. Und ich fange einfach mit meiner Standardfrage mal an, Jutta. Wie würdest du denn ein passioniertes Team beschreiben, ein leidenschaftliches Team? Also für mich ist immer das, was absolut im Mittelpunkt steht, dieses, dass wir als Team ein gemeinsames Ziel haben. Und wenn wir den Sinn dieses Ziels verstanden haben, bringen wir uns alle gleichermaßen ein. Das gleichermaßen heißt nicht, jeder macht das Gleiche, sondern jeder hat seine Art, wie er dazu beitragen kann, dass dieses Ziel gemeinsam erreicht werden kann. Also die einen sind eher vielleicht, dass sie die überhaupt die Umgebung schaffen, sprich, das kann sein Infrastruktur oder dafür sorgen, dass alle miteinander reden und an einem Strang ziehen oder dass die Kommunikation zum Kunden gut läuft oder so, und die anderen eben vielleicht eher auf technische Art, dass die das ihren Beitrag da leisten. Sprich, so ganz, ganz allgemein nochmal, gemeinsames Ziel, was wir alle verstanden haben, warum das wichtig ist, und uns wirklich so mit aller Kraft auf dieses Ziel stürzen, um das gemeinsam zu erreichen. Und was sind aus deiner Sicht so die Hauptprobleme oder die Hauptursachen, warum das nicht immer funktioniert? Also es fängt tatsächlich damit an, dass dieses gemeinsame Ziel gar nicht vorhanden ist. Also es hört sich vielleicht komisch an, aber das ist so der Beginn,
den ich ganz oft sehe in Unternehmen. Ja, ein Unternehmen entscheidet sich, oh, jetzt machen wir Scrum, weil das macht man ja gerade, und entscheidet sich dann dafür, dass irgendwie diese, was weiß ich, sagen wir mal 7 Leute hier doch ein Team wären und demnach ja auch in irgendeiner Form, also zum Beispiel ihr Stand-Up-Meeting jeden Tag machen. Und jetzt, meistens muss man noch gar nicht so viel mehr darüber wissen, sondern wenn man dieses Stand-Up-Meeting einmal begleitet oder auch vielleicht nur mit 2, 3 Leuten spricht und sie danach fragt, wie denn das so für sie funktioniert, dann wird man es ganz schnell herausfinden, dass halt diejenigen, die in diesem Stand-Up stehen, dass die irgendwie alle so sagen, das ist irgendwie vertane Zeit. Ja, ich bin da, die erzählen irgendwas, das hat mit meiner Arbeit überhaupt nichts zu tun, eben weil es nicht dieses gemeinsame Ziel gibt. Ja, und jeder macht doch sowieso seinen Kram. Das, was ich erzähle, da verstehen die anderen überhaupt nichts davon. Und deswegen ist es eben gar kein Miteinander, weil halt dieses, das verbindende Element fehlt. Ja, ist auch meine persönliche Erfahrung. Also ich weiß nicht, wie oft ich schon erlebt habe, dass zum Teil Riesenbudgets auch vorhanden waren, eigentlich für, naja, aber keiner wusste eigentlich, warum sind wir hier, was ist das gemeinschaftliche Ziel, was wollen wir erreichen. Also genau, genau. Ganz, und ganz dann geht eben ganz viel, rankt sich dann darum. Also ich, ja, also auch so gegenseitiges Unterstützen, das kann ja dann auch gar nicht stattfinden, weil es interessiert mich gar nicht, was der andere für ein Ziel hat. Ich habe ja mein eigenes. Also ganz viel, was dann im Nachgang nicht funktioniert, liegt einfach daran, dass wir eigentlich gar kein Team sind, weil es gibt nichts, was wir als Teamleistung erbringen. Mhm. Genau. Jetzt nehmen wir an, wir haben so ein gemeinsames Ziel, ist auch ziemlich klar für alle. Was aus deiner Sicht so der zweite Knackpunkt oder ein weiterer Knackpunkt, wo du sagst, da hakelt es oft? Vielleicht die Offenheit, auch was Neues zu lernen, was gleichzeitig heißt, ich mache mich ja auch angreifbar für Sachen, die ich nicht weiß. Also bin, sagen wir mal, Experte im Backend und soll jetzt ja irgendwie unterstützen im Frontend oder auch beim Testen oder sonst irgendwas. Und ist dann plötzlich hier so dieses, ja, jetzt bin ich gar nicht mehr der Experte, sondern ich bin ja hier diejenige, die jetzt neu dazulernen muss und erstmal keine Ahnung hat, also keine so in Anführungszeichen, und sich, also diese Bereitschaft zu bringen, jetzt sich da auch nochmal so als Anfänger wirklich zu verhalten und auch offen zu sein, Neues zu lernen und anzunehmen und natürlich auch andersrum, dass ich auch bereit bin, dieses Wissen weiterzugeben. Das ist manchmal auch geschuldet zu verschiedenen Dingen, dass ich dazu vielleicht nicht wirklich, ich sag mal ganz platt, Lust habe. Also Lust vielleicht deswegen nicht, das weiterzugeben, weil ich echt schon genug Stress und Sachen um die Ohren habe und sage, das kostet mich jetzt auch noch Zeit, bis ich das endlich hier irgendwie meinem Kollegen beigebracht habe, wie das genau funktioniert. Dann mache ich es schneller selber und dann weiß ich auch, es funktioniert. Ja, also das ist ja schon von wegen Lust in Anführungszeichen, einfach der Stress ist zu hoch. Und das andere ist dann auch, ja, das ist dann auch ermüdend, jetzt muss ich es 3-mal erklären, jetzt hat er es immer noch nicht verstanden. Also so, dass einfach auch mühsam dann ist. Und dann kann es natürlich auch sein, ich habe vielleicht auch Bedenken, dass wenn ich das hier weitergebe, dass ich dann nicht mehr das Alleinstellungsmerkmal habe, mit dass ich hier die Expertin auf diesem Gebiet bin. Also das kann vielschichtig sein, aber es kann auch wirklich einfach dem geschuldet sein, dass wir einfach keine Zeit haben. Ja. Also dieses Wissenstransfer von 2 war Seiten her betrachtet. Ja, genau. Jetzt auch dieses Holzfällerproblem so ein bisschen. Ne? Also wir müssen fertig werden. Ne? Wenn ich jetzt noch jemand erkläre, wie man den Baum fällt hier, dann wären wir ja nie fertig. Und dann bin ich immer der eine, der fällt und kommt immer voran. Ne? Und ja, oder ich habe halt keine Zeit, ich kann die Axt nicht schärfen, was auch immer. Ne? Und im Endeffekt, ja, es ist immer ein Invest. Ich meine, es ist auch bei agilen Methoden, wenn ich Agilität einführe im Unternehmen, es ist ja auch erstmal oft ein schmerzhafter Prozess, weil viele Dinge erst dann richtig transparent werden. Die waren vorher schon da. Ja. Das hat keiner gesehen meistens. Ne? Ja. Und dann muss ich mich aber darum kümmern. Das ist erstmal, fühlt sich alles langsamer an und schwieriger und aufwendiger.
Aber es ist halt wie so oft, ne, am Ende des Tunnels wird es dann meistens dann schon besser, aber man muss sich halt da durchkämpfen. Ne? Ja, genau. Das stimmt. Genau. Ich kenne das mit dem Holzfäller kannte ich gar nicht. Ich kenne immer dieses mit, wir haben keine Zeit, die Säge zu schärfen, wir müssen sägen. Und Ja, dann habe genau. ich irgendwann mal das Bild gehört in Texas, da passt das sehr gut. We can't build a fence, we have to chase the cattle. Also wir können den Ja. Zaun nicht bauen, weil wir die Kühe einfangen müssen. Fand ich auch ein schönes Bild, passt ja zu Texas sehr gut. Genau, Ja, aber das sind es ist so. immer das Gleiche halt, die Das gleiche. sind auch so Dinge, die unsere Großeltern zum Teil ja auch schon wussten. Ja, und Genau. witzigerweise, früher hat man so die ganzen Sprichwörter belächelt, heutzutage zieht man sie dann wieder raus und denkt sich, ja, so ganz falsch waren sie damals doch nicht. Oh, Ne? oh, Marc, sagst du, wir sind alt geworden? Ja, ich weiß nicht, manchmal schon. Aber einfach auch nur weise. Also weise Ah, wie unsere okay, ja, Großeltern genau. damals, ne? Ja. Wo wir damals noch als junge Menschen noch belächelt haben. Und heute muss man sagen, ja, es war doch nicht alles falsch, was man damals gemacht Ja, genau. hat. Stimmt schon. Weiße ist gut. Weise ist, hört sich besser an, finde ich. Ne? Genau. Alt ist immer so, nein, alt und weise. Keine Ahnung. Genau. Gehen wir mal zum Thema Agilität im Allgemeinen. Ich meine, man hat es schon ein bisschen rausgehört, auch bei dem, als du angefangen hast zu erzählen, die ganzen Bücher, die du geschrieben hast. Was ich ein bisschen rausgehört habe bei dir, war ja auch so ein bisschen am Anfang mehr so dieses Tool, sag ich mal, was ist agil, welche Tools gibt es da und dass es sich auch mehr und mehr entwickelt hat in Richtung Haltung und Voraussetzungen schaffen, Umgebung schaffen, Unternehmen, die wichtiger geworden sind, oder? Ja, weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich Tools sagen würde. Also, ich komme halt ursprünglich aus der Programmierung und da hatte ich oder habe ich eigentlich zwei Hauptwurzeln noch. Das eine ist Smalltalk und das andere sind Patterns. Und Smalltalk und Patterns sind meiner Meinung nach eben auch die Wurzeln so von der Agilität, also Scrum und XP sind halt beides daraus entstanden. Und von daher würde ich eher sagen, vielleicht eher Technik, Technologie, nicht unbedingt Tools. So, ja. Und halt XP war halt so mein Ding dann damals. Aber gut, also was ich jetzt eher meine, sind solche Sachen. Für mich ist Scrum eher ein Tool, wie es Ja, wirklich das stimmt. da stecken ja Prinzipien hinten dran, die ja viele gar nicht, ja, weiß ich auch nicht, ignorieren und nicht mitbekommen und solche Sachen. Ne? Und wenn man in Unternehmen reingeht, ganz, ganz häufig, allererste Frage ist ja, welches Tool sollen wir einkaufen? Ne? Oder Version One oder nimm mal Trello, keine Ahnung. Ne? Und dass immer dieser Fokus auf diese Tools immer sehr, sehr stark da ist. Ne? Das stimmt. Was sind aus deiner Sicht, gehen wir mal auf dein Buch ein, ja, wenn wir über das Bossa Nova rüber sprechen, sind ja quasi, das ist drei oder vier Elemente, glaube ich, sind so, ihr sagt, Vier Elemente, genau, du sagst, sind wichtig, ja. Gehen wir mal genau. eins am anderen durch. Erster Beyond Budgeting, ne? Genau, das ist das B vom Bossa. Genau. Dann Kannst du kommt da, OS, das genau, ist also Open Open Space. Space, Ja, genau. dann das zweite S, das ist Soziokratie. Und dann das A steht noch für Agilität. Genau, und ich meine, jetzt ist es natürlich, wie das immer so ist, im Nachgang ist alles irgendwie logisch und macht irgendeinen Sinn, aber also das Akronym ist ja irgendwie später entstanden und wir haben halt dann irgendwie damit rumgespielt und irgendwann stand dann dieses Bossa so vor unseren Augen und dann waren wir aber auch nicht so richtig sicher, ob das jetzt wirklich eine gute Idee ist oder nicht. Inzwischen bin ich, genau, ich sage ja wir, weil ich das mit John Buck zusammengeschrieben habe und inzwischen sind wir, glaube ich, beide ziemliche Experten, was Bossa Nova angeht, also jetzt nicht das Übertragene, sondern das Wirkliche, das Ursprüngliche. Also zum einen ist Bossa Nova halt ja eine Musikrichtung auch. Also es ist nicht nur, du hast angefangen mit Tanz, das ist es auch, aber es ist auch ein Musikstil. Und als Musikstil ist es eine Fusion von Cool Jazz und Samba. Und das passt natürlich gut, weil bei uns das all halt diese vier verschiedene Ströme sind, die eben auch eine Fusion, eine Synthese sind, die da zusammen zu dem Bossa kommen. Und das andere finden wir, das legen wir uns natürlich auch zurecht, kann man auch sagen, ja, ist Bossa Nova als Tanz.
halt auch eigentlich eine ganz gute Metapher, weil wenn man so überlegt, was passiert denn so mit Tänzern, die werden A, beeinflusst von der Musik, die gespielt wird und auch von dem, was so passiert auf der Tanzfläche, aber die beeinflussen das auch. Also die Art, wie ich tanze, hat einen Effekt, zum Beispiel auch, welche Musik gespielt wird. Also das wird ja dann oft auch gesteuert, egal ob man jetzt auflegt oder es wirklich eine Band ist, aber das ist ja auch so ein Dialog, der immer da hingeht und insofern auch ein Inspekt und Adept, was da im Prinzip auch passiert. Und dann, genau, ist es noch Portugiesisch und Bossa Nova heißt halt neuer Trend, neue Welle und das hoffen wir natürlich, dass wir das damit irgendwie schlagen. Okay. Aber gehen wir mal die vier Elemente nach und nach durch. Also der eine oder andere wird auch noch nicht wissen, was Beyond Budgeting beispielsweise ist. Kannst du es irgendwie mal zusammenfassend erklären, was hinter Beyond Budgeting steckt? Also eigentlich ist es erstmal auch ein schlecht gewählter Begriff, wie ganz viele in unserer Welt auch, wie, was weiß ich, Extreme Programming war ja auch zu extrem und zu viel Programmierung vom Begriff her. Ja. Und Beyond Budgeting ist eben, es geht nicht nur um Budgets, sondern eigentlich ist es eher von der Definition her beyond diesem Management-System von Command and Control. Also, dass man eben darüber wegkommt und ein Management-System oder managt auf eine Art, was adaptiv ist und die Leute empowert. Also, das steht eigentlich da dahinter. Aber es ist auch, also für mich ist Budgeting nicht ganz so falsch gewählt. Ich sage jetzt eher, was die Beyond Budgeting-Leute hier sagen. Und für mich ist es nicht ganz so falsch gewählt, weil nicht die Aussage auch ist, naja, Geld regiert die Welt. Und auf die Art, wie wir mit Budgets umgehen, definiert halt sehr stark auch, was für ein Managementsystem wir wirklich haben. Und das fängt schon damit an, wenn wir eben ein Budget ein Jahr im Voraus festlegen und gegen dieses Budget kontrollieren, dann sind wir schon gar nicht mehr wirklich flexibel, sondern wir kontrollieren immer gegen dieses. Also es ist dieses Command und Control dann eigentlich schon eingebettet übers Budget. Und Beyond Budgeting sagt eben aus, es ist erstmal eine blöde Idee, ein Budget vorab für ein Jahr festzulegen. In heutigen Zeiten funktioniert das nicht mehr, weil die Dinge sich zu schnell ändern. Der Markt was anders will und wir einfach gar nicht wissen können, was in den nächsten 2 Monaten passiert, geschweige denn, was im Jahr passiert. Vielleicht da noch eins dazu, also was ich halt auch ganz spannend finde, Beyond Budgeting ist so gesehen keine Erfindung, sondern eher eine Entdeckung von CFOs, die eben so festgestellt haben, was funktioniert denn in der heutigen Zeit, wobei heutige Zeit, das geht zurück in die 70er Jahre, wo die ersten auf diese Art gearbeitet haben und eben nicht mehr mit Jahresbudget oder auch nicht mehr mit fixierten Zielen, sondern relativen Zielen und weil man damit eben dynamischer sich anpassen kann an die Veränderungen. Genau. Und es ist ja auch so lustig, wenn du dann irgendwie im Sommer dann schon zusammensitzt in irgendwelchen Runden, um das Budget fürs nächste Jahr schon zu definieren, wo noch kein Mensch weiß, wie sich dieses Jahr ausgeht. Ja? Also es ist auch immer sehr, sehr lustig und wo euch auch jeder genau weiß, dass es wieder nicht funktioniert und nicht gepasst hat. Aber trotzdem macht man dieses lustige Zahlen, meistens sind es irgendwelche Excel-Sheets, wo dann irgendwelche Zahlen eingetragen müssen von irgendwelchen Projekten, wo noch keiner weiß, ob die stattfinden oder ob das alte Projekt zu Ende geht. Und ja, und dann fängt das lustige Buchen auf, irgendwelche Projektnummern geht dann los, dann ist die Projektnummer voll, dann bucht man auch die andere, da ist sowas, da ist sowas frei. Also diese Idee von Kontrolle ist ja eigentlich auch gar nicht, also man hat mal ursprünglich gedacht, man hat doch nicht das besser im Griff, ne, dass die Idee ausgegeben wird und oft ist genau das Gegenteil der Fall. Ne? Ja, aber genau, das ist halt der Punkt, dass darüber passieren ganz viele so Spielchen, auch dieses habe ich jetzt irgendein Budget beantragt und genehmigt gekriegt für ein Projekt und das kommt jetzt in der Größe vielleicht gar nicht, der Markt ändert sich, die Kunden wollen was anders. Das Geld gibt ja keiner zurück, sondern es wird ja weiter ausgegeben auf irgendwas. Genau. Ja? Also ich meine, teilweise muss man auch ganz ehrlich sagen, wir Berater profitieren da manchmal ja auch davon. Ja, dann wird nochmal eine Schulung gekauft oder dies oder das. Ja, aber das Problem ist ja eigentlich, dass es eben nicht alles immer im Sinne des Unternehmens ist, dass es dem Unternehmenserfolg irgendwie zu dem beiträgt, sondern jetzt habe ich dieses Geld genehmigt gekriegt, folglich gebe ich es aus, weil wenn ich es nicht tue, dann weiß ich schon das nächste Mal, wenn ich wieder nach
Geldrufe im Budget, dann heißt weniger. Es gleich, ach, die Jutta, wissen wir schon, die braucht eh nur die Hälfte von dem, nach was sie fragt. Und ja, also das sind diese Spielchen eben, die damit betrieben werden und eben nicht zum Vorteil des Unternehmens. Ja, genau. So. Ja. Da gibt's ja ganze Bücher zu und man kann wahrscheinlich ganze Stunden lang über das Thema Beyond Budgeting sprechen, aber so als das andere, das war erstmal ganz gut, ja. Das zweite Element war ja Open Space Technology, ne? Ja, genau. Erzähl mir dazu ein bisschen was. Ja, also Open Space ist vielleicht das Überraschendste für viele, dass das da irgendwie eine Rolle spielt. Also Open Space kennen viele ja als Moderationstechnik oder so als Unconference-System, ja, wo man Leute einlädt, Themen aufzubringen, die sie wichtig finden, die sie diskutieren wollen, müssen, können, wie auch immer. Und dann gibt es ja auch so ein paar Regeln dazu, also von wegen, dass wer immer sich jetzt daran beteiligen will, das sind dann an der Diskussion oder an der Entscheidung sind die richtigen oder es dauert so lange, wie es halt dauert. Und auch dieses Element, was ich auch ganz spannend finde mit diesem Love to Feed, Gesetz der zwei Füße, wenn ich irgendwie merke, ich lerne nichts mehr oder kann auch nichts beitragen zum Lernen anderer und mein Geist wandert praktisch auch thematisch woanders hin, dann nehme ich meine Füße mit und wandere eben zu einem anderen Thema. Also das ist so dieses, wie man das kennt, ja, als Moderationstechnik. Mhm. Das ist schon mal auch ganz sinnvoll, auch dieses zu verwenden im Unternehmen. Also ich habe wirklich großen Erfolg damit gehabt, Open Space zu verwenden, zum Beispiel für Projekt- oder Produktentwicklungs-Kickoffs. Also, dass wir uns einfach da zusammengesetzt haben, am besten einen Tag nehmen und sagen, okay, was braucht es denn alles? Und wir klären gleich vorab irgendwie, welche Architektur wird es denn sein? Welche Technologie setzen wir ein? Wie stellen wir uns auf? Wie machen wir den Kontakt zum Kunden? Also, das über diversen Open Space Sessions dann einfach definieren, was immer wir in unserem Rahmen da definieren müssen. Das ist aber nicht das Einzige, sondern eigentlich das wirkliche, vielleicht extrem Open Space in Bossa Nova ist eher so gedacht, dass man die Innovation über alle Mitarbeiter steuert. Und steuert ist schon der falsche Begriff. Eigentlich alle Mitarbeiter dazu einlädt, innovativ zu sein. Das heißt, wir warten nicht ab, bis wir irgendwie ein Think Tank haben oder eine Design Thinking Session oder sonst irgend sowas, sondern die Einladung, ein Thema, sprich neues Feature, neues Produkt, neues irgendwas einzubringen, auch eine neue Strategie kann es sein. Diese Einladung ist ständig ausgesprochen und jeder ist eingeladen, sich da entsprechend einzubringen. Und wenn es dann entsprechend, wie bei der Moderationstechnik Open Space, genügend Leute gibt, die sagen, coole Idee, lass uns das machen, dann wird es umgesetzt. Und wenn eben nicht genug Leute irgendwie sagen, das machen wir, dann passiert es halt nicht. Und es gibt eben tatsächlich Firmen, die so arbeiten, allen voran wahrscheinlich kennen die meisten, WL Gore, also die Firma, die Gore-Tex erfunden hat, die arbeiten so und ihre Produkte werden einfach so entwickelt, dass irgendjemand sagt, ja, coole Idee für, weiß was ich, eine neue Jacke oder eine neue Technologie und wenn genug Leute da irgendwie mitziehen, dann wird das umgesetzt und nicht über diese Prozesse, die es halt auch oft gibt, ja, so Ideen, Vorschläge, dann geht es über Runden und nochmal Runden und nochmal Runden, bis man schon längst vergessen hat, dass man irgendwann mal was vorgeschlagen hat. Also diese Vorschlagssysteme sind ja oft auch ganz schwierig. Und das ist eigentlich auch diese Bandbreite. Also wirklich die Innovationskraft von allen zu nutzen und weniger hinzugehen, ja, wir haben jetzt, sagen wir mal, die Jutta eingestellt für den und den Job und den macht sie jetzt auch, also über Job Description und damit steckt man die Leute ja eigentlich auch in so eine Box, sondern zu sagen, was ist denn jetzt das Potenzial von der Jutta und wir nutzen das voll. Mhm. Und dann am anderen Spektrum steht eben Open Space einfach wirklich so zu verwenden, wie es ist, um eben die Mitarbeiter auch hier das Potenzial hierzu auszunutzen, um Projekte, Produktentwicklungen auf den Weg zu bringen oder dass die Teams auch so geschnitten werden, wie die Mitarbeiter meinen, dass das am besten funktioniert. Das ist diese Self-Selected Teams, was ja teilweise auch schon bekannter ist. Ja, genau.
hat ja auch letztens Bosch Power Tools so gemacht, probiert. Läuft Genau. auch noch nicht alles rund, aber geht den richtigen Weg, glaube ich, ja, aktuell. Ja, also das habe ich schon jetzt wirklich schon einige Male gemacht und ich weiß noch, als ich das zum ersten Mal gemacht habe, da hatte ich auch sehr große Sorge, zum Beispiel, dass Themen überbleiben. Also wir hatten halt gewisse Themen, die bearbeitet werden müssen für eine Produktentwicklung und dann konnten sich alle eintragen. Das war da nicht ganz co-located, aber nahezu. Also wir haben dann Flipcharts ausgehängt und man konnte sich dazu eintragen. Und es hing dann über, ich glaube, 2 Wochen. Und die Leute haben sich da selbstständig hin und her geschrieben, dann gemerkt, oh, da macht aber keiner was und das ist eigentlich zu viel. Also diese Sorge, das funktioniert nicht so richtig, ist, glaube ich, meistens ungerechtfertigt. Also es kann, bestimmt gibt es auch mal Ausnahmen, aber ich meine, eigentlich sind ja auch alle vernünftig genug und die Leute interessiert ja auch Unterschiedliches. Ja, ist auch manchmal eine Kulturfrage, ganz einfach. Also ich glaube, es Ganz gibt klar. Unternehmen, da könntest du es nicht einfach morgen so machen, damit es einfach nicht funktioniert. Das stimmt. Als Unternehmen und die Kultur nicht bereit ist. Ne? Ja. Das ist übrigens auch ein schöner Weg zu dieser ständigen Einladung für Innovation. Also wenn man eben damit anfängt, also erst diesen Kickoff und das andere ist dann, der nächste Schritt wäre dann, man sagt, okay, wir brauchen, sagen wir mal, 5 Teams und das Team A beschäftigt sich mit so und so und B mit so und so. Das wäre dann der zweite Schritt, also selbstselekte Teams. Der dritte Schritt wäre, wir haben die und die Entwicklung vor. Welche Teams brauchen wir denn überhaupt? Also, dass man das dann auch noch irgendwie freilässt und dann der letzte Schritt so gesehen ist, okay, welche Produkte meint ihr dann machen überhaupt Sinn? Genau. Ja, sehr spannend. Ich glaube, da passiert gerade relativ viel in dem Bereich. Das stimmt. Und ich glaube, also die Unternehmen, die so mittelfristig länger am Ruder bleiben, werden sicherlich so Wege beschreiten oder beschreiten müssen teilweise. Ja. Eben, es geht immer mehr Richtung Potenzial der Mitarbeiter besser nutzen. Und es sagen zwar immer alle, machen es noch zu wenige. Ich denke, da wird auch viel passieren an dem Bereich. Und da Ja. spielt ja auch der Bereich wieder Soziokratie jetzt nochmal ein, wo ihr auch im Buch mit beschrieben habt. Was ja lange auch ein Riesenhype war, weil das Thema ja Holokratie, ne, war ja so ein Ding, was relativ lange dabei gewesen ist, wo es dann aber auch sagen wir, genug Stimmen gab, wo es gießen hat nicht so richtig gut funktioniert. Was ist denn jetzt nochmal der große Unterschied dann zu dem, was ihr jetzt auch im Buch beschreibt mit Soziokratie? Also erstmal Holokratie ist praktisch eine Fortentwicklung von der Soziokratie. Also Soziokratie ist als Kern in der Holokratie enthalten und dann hat halt Holokratie noch einiges mit dazugepackt. Und vielleicht muss ich das hier dann auch noch mit sagen, dass der Brian Robertson, der hat praktisch Soziokratie bei meinem Co-Autoren gelernt. Also der hat von John Buck eben gelernt, was Soziokratie ist und dann halt entsprechend da die weiteren Sachen drumherum entwickelt. Mir persönlich ist Holokratie, ich bin immer verwirrt, Holacracy auf Englisch und Holokratie auf Deutsch, war. Das ist auch verwirrend, wo jetzt noch ein O und ein A ist. Auf jeden Fall, mir ist das zu rigide und zu schreibt mir zu viel vor. Holokratie. Also es sind weniger Prinzipien und Werte, also die gibt es zwar auch so als Leitplanken, aber das sind eigentlich im Prinzip die es in der Soziokratie schon gibt. Und dann hat eben Holokratie noch mit draufgepackt, die ganzen eher so Vorschriften. Und damit fange ich oft nicht so richtig viel an, weil ich einfach der Ansicht bin, jedes Unternehmen ist anders, jedes Team ist anders und ich komme da halt mit Werten und Prinzipien viel weiter, weil ich es dann immer auf mich anpassen kann, das, Genau. was mir jetzt dient, ja, und mir ist es zu einengend und das ist für mich so dieser Unterschied. Also vom Kern her ist es das Gleiche, aber dann kommen eben die ganzen Regeln irgendwie mit dazu, wo ich nicht so. Was sind die Kernprinzipien vom Soziokratie? Genau, also die Kernprinzipien sind erstmal, dass alles über, also dort wird das Circles, Kreise genannt. Ich meine Art aus der agilen Welt ist, es wird alles über Teams gesteuert, geregelt, gemacht, die auch autonom im Prinzip arbeiten und agieren können. Also
haben ihre eigenen Ziele und über die entscheiden sie dann auch entsprechend. Damit sind wir auch wieder ein Stück am Anfang unseres Gesprächs ja auch. Das ist das eine. Das zweite ist, wie Entscheidungen getroffen werden, nämlich, was man ja üblicherweise kennt, eine Entscheidung wird autokratisch getroffen, also ich sage, wo es lang geht und alle gehen da lang, ja, da kann ich keine schnelle Entscheidung treffen, aber vielleicht dauert es lang zum Umsetzen, weil alle einen Weg drumherum finden um diese Entscheidung. Oder das andere, was man kennt, eine demokratische Entscheidungsfindung, also so Mehrheits-, auch Punktekleben in der Retro oder sowas kennt man da ja auch. Genau, ja. Problem ist dabei halt, die Stimme der Minderheit wird ignoriert und ja, von daher, das, aber es ist ein akzeptierter Weg. Dann kennen wir oft noch Konsens, man redet zu Tode irgendwie, ja. Und jetzt kommt halt Soziokratie und die haben dann nochmal ein weiteres Element gefunden, nämlich was Consent-Entscheidung heißt. Und der große Unterschied zu Konsens ist, Konsens zielt darauf ab, dass alle dafür sind für diese Entscheidung. Also alle finden, das ist genau die richtige Entscheidung. Wohingegen Konsens sagt, können alle mit dieser Entscheidung leben. Also ich mag eine ganz andere Idee haben und eine andere Entscheidung viel besser finden, aber ich kann mit dieser Entscheidung so, wie sie ist, leben. Also im Englischen lässt sich das immer gut unterscheiden zwischen Agreement und Acceptance. Also dieses Agreement wäre bei Konsens und kann ich es akzeptieren, ist eben bei Consent dann die Frage danach. Und das finde ich ist schon mal was, was so hilfreich ist, weil du nicht eine Minderheit ignorierst, sondern du hörst alle an. Und wenn halt einer sagt irgendwie, nee, also es ist außerhalb meines Toleranzbereichs, ich kann es nicht diesen Weg mitgehen, dann gibt es dafür üblicherweise einen wirklich guten Grund und wir wollen den auch wissen. Also das heißt, anders als beim Konsens bin ich dann auch wirklich froh drüber, so einen Einwand zu hören, weil der definitiv die Entscheidung besser macht und wir wahrscheinlich irgendwas übersehen haben. Mhm. Und ja, auch darüber kann man noch ganz viel reden und irgendwie so, aber diese Frage nach, kann ich es akzeptieren? Das ist schon mal hilfreich irgendwie bei einer Entscheidungsfindung. Vielleicht kann man das sogar sich überlegen zu machen, selbst wenn man mit Mehrheitsentscheid bleibt und dann nochmal eine Abfrage am Schluss macht, können wir denn alle damit leben? Dann ist man auch schon ein Stück weiter. Das dritte Element von der Soziokratie ist die doppelte Verknüpfung und zwar ausgehend davon, dass eine Hierarchie, so wie wir sie kennen, ja irgendwie so top to bottom irgendwie ist, top down, ja, irgendwie oben sitzt ein Kopf und dann geht es halt wie ein auf den Kopf gestellter Baum weiter so verästelt, das ist das, wie wir das kennen, ja. Und das Problem, wenn man es jetzt auch aus einer agilen Brille anschaut, ist, dass das einfach immer nur eine Richtung kennt, von oben nach unten, sprich das Feedback ist nicht eingebaut in die Struktur. Und deswegen sage ich mit agiler Brille, ja, wo wir es eigentlich immer gewohnt sind, es geht was zwar in eine Richtung, aber es kommt auch irgendwie wieder zurück, sodass wir dieses Inspect und Adapt überhaupt machen können. Oder auch nochmal anders ausgedrückt, das Problem, was mit der Hierarchie oft auch ist, äußert sich gerne beim Mittelmanager, wo man auch ja oft diesen Begriff verwendet von einer Sandwich-Position. Nämlich, weil man von oben die Entscheidungen eigentlich weitertragen soll, für die einstehen soll und andererseits ja aber auch den Anspruch hat, für seinen Bereich, sein Team, seine Abteilung, was auch immer es ist, Business Unit, einzustehen und das zu vertreten. Und darin wird man oft aufgerieben. Und jetzt sagt Soziokratie, das ist eh eine blöde Idee, lass uns das auseinanderziehen. Wir haben einmal dieses Top-down, also so wie es ist, alles bleibt gleich, wie es ist, aber wir haben zusätzlich noch eine Bottom-up-Struktur, das heißt, jede Ebene der Hierarchie wählt einen Vertreter für die nächsthöhere Ebene und dieser Vertreter hat dann auch da entsprechend das gleiche Mitspracherecht wie derjenige, der von oben eingesetzt wird. Das geht wieder hervorragend natürlich, wenn wir Entscheidungen über Konsent treffen, weil dann hat wirklich jeder auch das gleiche Stimmrecht, insofern passen die halt zusammen dann. Ja,
Genau. Also das ist das dritte wichtige Element der Soziokratie. Und dann gibt es noch ein viertes Element, was eigentlich über die anderen drei schon abgeglichen ist, nämlich wie so eine Wahl stattfindet für so einen Vertreter. Nämlich natürlich auch über Consent, aber es gibt einen bestimmten Prozess, der ganz hilfreich ist. Aber im Prinzip ist es Consent-Entscheidung, doppelte Verknüpfung. Das ist so der Kern von der Soziokratie. Okay. Ist ja auch immer so eine Sache, ne? Konsent und Konsens. Ja, genau. Auch total aufpassen wieder mit der Wortendung. Genau, genau. Mit T am Ende muss es sein. Mit T am Ende ist alles gut, mit Z am Ende redet man sich zu Tode. Ja, das stimmt. Genau, das sind die Elemente. Und dann haben wir natürlich noch Agilität an sich. Natürlich. Wie habt ihr Agilität bei euch im Buch beschrieben? Was sind bei euch da die wichtigen Elemente? Also in allen voran natürlich Inspect und Adapt, und für mich ist es auch, und das wird dich besonders freuen, glaube ich mal, sind es halt die Retrospektiven, die das ausdrücken. Die sind super, Retrospektiven sind klasse, ja. Eben, also von daher, das ist halt das, was uns als Teams, aber auch als Unternehmen, als Ganzes immer weiterbringt. Also diese Zeit zur Reflexion, das immer auch wieder mit dem Holzfällen, ja, also überhaupt zu gucken, müssen wir die Axt schärfen oder brauchen wir überhaupt eine Axt, brauchen wir was ganz anderes, Säge oder sonst was, ja, oder lass mal einen Baum eh gleich stehen, keine Ahnung, ja, so, und dann eben zu entscheiden, was ist jetzt das Nächste, was wir tun. Also wirklich, das ist so der Haupttreiber für, ja, wie wir Agilität da sehen. Und wir haben uns aber auch noch insofern ein bisschen leichter gemacht, haben halt gesagt, okay, wir wollen das auf jeden Fall auch über Werte definieren, die Bossa Nova, und haben dann uns angelehnt an das Manifest und das Manifest eben von dem Wertesystem her übertragen auf unternehmensweite Agilität, sprich das, was Software angeht, halt übersetzt, also was im Manifest drin steht, ja, weil damit fängt keiner was an, der jetzt im, was weiß ich, in der Buchhaltung sitzt oder sonst irgendwo. Genau. Ja. Und da die Werte sind eben vom Übersetzen her, ist es zum einen, also wenn wir gucken, Individuen, Interaktionen über Prozesse und Werkzeuge, dann lässt sich das abbilden einfach auf Selbstorganisation. Auch da sind wir wieder beim Thema von dem Podcast im Prinzip. Dann haben wir, wo sind wir denn? Ich kann es immer nur auf Englisch besser. Dann haben wir lauffähige Software, ist halt wichtiger als umfangreiche Dokumentation, und die ist deswegen wichtiger, weil ich über die Software oder das lauffähige System eigentlich erst wirklich weiß, welchen Stand haben wir. Sprich, die Übersetzung dafür ist Transparenz als zweiter Wert. Dann das dritte ist, Zusammenarbeit mit dem Kunden ist wichtiger als eben die Vertragsverhandlungen. Und das lässt sich natürlich ganz einfach übertragen, eben ständiger Kundenfokus ist das dritte Element. Sprich auch alles, was wir tun im Unternehmen, muss irgendwie klar sein, wofür ist es da. Das sind wir auch wieder am Anfang vom Podcast, was ist das Ziel. Und das vierte Element, eben Änderungen entgegenzunehmen, ist wichtiger als einen Plan zu verfolgen. Und da ist eben dieses ganz essentielle Element, das sind wir auch hier bei den Retros von wegen, kontinuierliches Lernen ist da der Wert. Also von daher, wir haben Agilität auch hergenommen als so den übergeordneten Framework und die Werte davon abgeleitet. Was ja viele vielleicht nicht wissen, die Jutta hat ja das Vorwort zu meinem retrospektiven Buch geschrieben. Ne? Ja, das ist ein ganz tolles Buch, was du da geschrieben hast. Also ich habe mich ja wirklich sehr darüber gefreut. Ich glaube, ich habe auch irgend sowas in das Vorwort reingepackt. Das ist jetzt schon für mich etwas länger her. Habe es auch schon nicht mehr angeschaut jetzt. Das gerne geschrieben hätte oder sowas. Von wegen, das ist das Buch, was ich eigentlich immer schreiben wollte. Und war wirklich super happy, als du das gemacht hast. Ja, mittlerweile gibt es ja noch ein paar mehr. Also es ist ja, hat ein bisschen nachgezogen. So, ne? Die Jugend hat ein schönes Buch geschrieben. Also ein paar Bücher. Oder hier der Rolf Träter nochmal, so der retrospektiven kurzen Buch. Genau. Es ist mir Gott sei Dank was nachgekommen, aber es war lange Zeit eine Lücke da auf jeden Fall. Es war ja auch lange dein Buch einfach das Einzige, was auf Deutsch dann da war. Genau, also, ich meine, jetzt hast du es ja auch auf Englisch, aber also das finde ich ja trotzdem auch ganz gut, dass es auch im Englischen und im Deutschen jetzt selber auch, dass es auch mehrere Bücher dazu gibt. Also ich finde es schon auch wichtig, weil das eben ausdrückt, wie wichtig das auch ist,
Also, Genau. dass eben Retros so essentiell sind. Ja, ich werde immer gefragt, wenn ich mich eine Methode für eine Methode entscheiden müsste, mit der ich anfange, das sind immer die Retrospektiven. Das Frage ist ich völlig auch immer. egal, in welchem Kontext ich gerade bin, ist völlig egal, was ich gerade mache. Retrospektiven Genau. immer machen. Genau, genau. Mit starten, deswegen wichtig. Ja, ist üblicherweise auch nach wie vor meine Art und Weise, Agilität einzuführen. Also, dass ich erstmal mit einer Retro starte, weil ich es auch, ich finde, es hat auch was mit Respekt zu tun, weil irgendwie andernfalls wirkt das so, ich komme da rein mit meinem Schulungskoffer oder so und sage im Prinzip damit ja aus, dass was ihr bisher gemacht habt, das ist irgendwie Quatsch und ich weiß alles besser. Ja. Wohingegen, wenn ich reingehe mit einer Retro, dann ist das auch eine ganz klare Aussage, ich weiß, dass ihr bisher auch ganz schön gut was gemacht habt und wir müssen besser gucken, dass wir das auch bewahren und nicht alles über Bord werfen. Ich meine, es ist ja auch so eine Haltung, die ich für sehr, sehr wichtig halte, weil Unternehmen, die gibt es ja nicht umsonst 30, 40, 50 Jahre oder noch länger zum Teil, die haben ja auch irgendwie überlebt und das auch nicht ohne Grund, von dem wir genau. uns Sachen sehr richtig gemacht und die sollte man auch mit behandeln und mit besprechen. Weil aus meiner Sicht auch oft sehr, sehr viel Gutes da drinsteckt, was man auch wiederum auf die Zukunft weiterverwenden kann. Und was man oft vergessen hat, vielleicht sogar auf dem Weg, genau. den man gegangen ist, manche Dinge vergessen hat, die vielleicht sehr gut funktioniert haben, die man wieder ausgraben kann und wieder nutzen kann. Ne? Halte ich auch für. Ja, auf jeden Fall. Und dazu hinkommt noch, dass die Leute, die Mitarbeiter des Unternehmens ja auch ihren Kontext viel besser kennen als so jemand wie ich jetzt. Ja, ich kenne ja nicht, was jetzt da das Besondere ist. Und damit hilft es halt dann auch, den Kontext auch besser zu berücksichtigen. Also, genau. Ja. Gut. Haben wir schon eine ganze Weile gesprochen. Ich sehe, die Uhr tickt wie blöd hier. Ja. Wie im Flug, wie immer. Wenn du jetzt noch irgendwie so ein Ding hättest, wo du sagst, das würde ich jetzt noch gerne noch den Leuten auf den Weg geben, die so ihre agile Reise vielleicht starten wollen. Was wäre so aus deiner Sicht so ein Ding, was du den Leuten gerne mitgeben möchtest? Eigentlich diese... Was für mich auch die Essenz letztendlich von Bossa Nova ist, worüber wir nicht gesprochen haben, nämlich, dass wir heutzutage einfach weniger erwarten können, dass es irgendwelche Rezepte gibt. Also geht auch jetzt mit diesen Retros auf das auch hin im Prinzip. Aber dass es eigentlich darum geht, immer zu beleuchten, in welcher Situation bin ich denn? Was glaube ich? Das hast du ja auch wunderbar in deinem Buch rausgearbeitet, diese Hypothesen bei den Retros. Und das gilt halt nicht nur bei Retros, sondern auch ganz allgemein bei allem, was wir machen. Eine Veränderung in der Strategie, in der Struktur, in irgendwas. Prozessen natürlich eben auch. Also was ist denn die Hypothese? Was glauben wir, wenn wir das und das tun, dass dann besser wird? Und dann ein Experiment dazu definieren und das dann zu machen. Also im Prinzip, das wie das bei Kneffin halt heißt, über Probes, sich weiterentwickeln und zwar permanent weiterzuentwickeln. Und das finde ich, ist meiner Meinung nach der einzige Weg, wie wir in den heutigen, diesen turbulenten Zeiten, wo sich halt Time to Market ist praktisch kaum mehr vorhanden, diese Zeit, ja, die man hat, um zum Markt zu kommen. Dann der Markt verändert sich dauernd, dann die Produkte müssen individualisierter werden und so weiter. Also es gibt einfach so viele Dinge, die auf einen einstürzen. Und es bleibt eigentlich gar keinen anderen Weg, als über dieses Probing entsprechend sich weiterzuentwickeln und daran anzupassen. Genau. Super. Vielen Dank für diese tollen Schlussworte, Jutta. Sehr und jetzt gerne. Noch ganz kurz, wie kann man ein schönes Buch von der Jutta kriegen? Und ich lege noch zwei Bücher von mir auch noch oben drauf. Und zwar ist ganz einfach, ihr müsst einfach auf iTunes gehen und für den Podcast eine Bewertung schreiben. Also nicht einfach nur hier Sternchen vergeben, sondern einfach einen ganz kurzen Text schreiben. Da sind es ja echt auch schon ein paar hundert, die den Podcast regelmäßig hören. Es hilft mir unglaublich weiter, den Podcast zu verbessern, aber auch anderen Leuten den Podcast zu finden und sagen, den will ich auch nochmal anschauen. Also für jeden, der hier so eine schöne Bewertung schreibt, dann einfach kurz eine E-Mail noch hinterher schreibt an mark@marklöffler.eu, dass ich auch weiß, wer es war, weil oft sind es ja so Kürzel. Dann verlosen wir unter diesen einfach dann ein Buch von der Jutta und zwei von mir oder zwei von der Jutta und zwei von mir. Kann man auch machen. Genau, machen. So machen wir das. Ja. Genau. Super. Dann vielen Dank, liebe Jutta, für die Zeit heute. Vielen und Dank dir. Noch einen fantastischen, restlichen, sonnigen Tag. Und wir sehen uns sicherlich auch mal wieder irgendwo auf einer Konferenz. Und das will ich hoffen. Dann wünsche ich dir noch eine tolle Restwoche.
Vielen Dank für deinen super Podcast. Danke. Ja. Ciao. Dankeschön. Tschüss.